Einen schönen guten Tag. Hier ist Basler Ballert Extra, die Bundesliga-Analyse, Folge 5. Hier ist Olli Dütschke und hier ist natürlich Mario Basler. Und der Mario, der kennt eigentlich den Ruhrpott ganz gut. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, ich habe ja mal bei Rot-Weiß Essen gespielt. Ja. Oder meinst du? Was meine ich? Ja, weiß ich nicht. Ja, das meinte ich. RWE. Ja, dann sag's doch. Nicht weit von Essen ist? Der VfL Bochum, tief im Westen. Das war nicht Grönemeyer, das war tatsächlich Mario Basler mit seiner einzigartigen Gesangsstimme. Ich meine, Altklasse. Es war ja damals, das war ja spitz auf Knopf, wirst du Fußballprofi oder wirst du Sänger, ne? Das war ja wirklich... Ja, ich gab noch eine andere Möglichkeit oder Maler und Lackierer. Okay. Also Maler und Lackierer hätte ich, wenn es mir Fußball nicht geklappt hätte, bevorzugt vor dem Singen auf jeden Fall. Nicht nur du. Der VfL Bochum. Wow, das ist ja ein Club, ne? In Ruhrgebiet, weiß das ja. VfL Bochum steht für Maloche, Ärmel hoch, Gras fressen. Und ich finde den Club, manchmal kann man das ja gar nicht so greifen, ich finde den Club unwahrscheinlich sympathisch. Ja, ja, also ich habe früher als Spieler schon sehr gerne in Bochum gespielt. Da war immer eine besondere Atmosphäre. Es ist so der kleinste Verein eigentlich in dem Konstrukt zweite und erste Bundesliga mit Dortmund, Schalke nebendran, Rot-Weiß Essen nochmal als Drittligist, klar, oder Gladbach, Leverkusen, ist alles so eine Ecke so ein bisschen da drinnen. Und den VfL Bochum als so kleinster Verein, der die wenigsten Mittel wahrscheinlich zur Verfügung hat. Es ist einfach immer nur grandios, in Bochum zu spielen, weil das Publikum auch irgendwie fanatisch ist, weil es ein kleines, enges Stadion ist. Ich glaube, 26.000 Zuschauer passen so irgendwie da rein in Bochum, die immer eine tolle Stimmung machen. Und mir hat es immer Spaß gemacht und mich hat es total gefreut, dass der VfL in der Bundesliga geblieben ist. In einer unserer Folgen haben wir über einen Club geredet und da haben wir mal gefragt, für was steht der Club? Aber bei Bochum ist es relativ einfach zu sagen, ne? Kampf und Leidenschaft. Ja, also in Bochum gibt es nur eins. Es gibt keine große fußballerische Qualität. In Bochum geht es nur über Arbeiten, Kämpfen, den Rasen umpflügen, wie wir so schön im Fußball sagt. Und das zeigen sie von Woche zu Woche, von Spiel zu Spiel. Da knallt's richtig. Die sind sehr aggressiv zu Hause, nochmal auch gepusht von vom Publikum. Und ich sehe den VfL Bochum sehr, sehr gerne, vor allem freitagsabends. Ach, wieso? Was ist Samstag, was ist Sonntag? Nein, es ist einfach eine außergewöhnliche Stimmung auch freitagsabends. Ne? Der Ruhrpott-Verein so ein bisschen, das sind so, ich glaube, der VfL wird am liebsten jeden Freitagabend spielen, weil da nochmal eine ganz andere Atmosphäre ist, weil die Fans dann nochmal irgendwie vielleicht anders ticken und deswegen, ich kenne Bochum immer so von den Abendspielen, da habe ich unheimlich gerne zugeguckt, weil da immer, es war immer was los. Was ich auch irgendwie cool finde, die kriegen ab und zu mal, sorry, den Arsch voll. Auch mal zu Hause mal 5-0 oder 0-5. Aber da ist Ruhe und am nächsten Spiel gewinnen sie auf einmal. Und die denken, oh, die kommen jetzt in der Krise. Nee, Mund abputzen, weiter geht's. Und das macht auch ein bisschen den VfL aus. Ja, ich glaube einfach, dass man auch in Bochum alles so einordnen kann, so einschätzen kann, wie, dass es wieder eine schwere Saison wird, dass man... Wir kommen ja noch gleich drauf. Auf die Zugänge ist es kein großer Zugang dabei. Man hat relativ wenig Geld. Man hat, glaube ich, 1 Million nur investiert in neue Spieler und in 10 neue Spieler. Und da weiß man das, glaube ich, so richtig einzuschätzen, dass es vom ersten bis zum letzten Spieltag oder manchmal auch vielleicht nur bis zum drittletzten Spieltag ein Kampf gegen den Abstieg wird und das macht den Verein auch so sympathisch. Man weiß vom ersten Spiel an, es geht vom ersten Spiel an nur gegen den Abstieg und nicht um Platz 13 oder 14, sondern es geht von 18 bis 15 oder vielleicht auch nur bis 14. Das ist der Bereich, in dem sich der VfL Bochum bewegt und das weiß man und deswegen macht's für mich, also ich nochmal, ich kann nur sagen, ich, der VfL Bochum, ich finde den total klasse, den Verein, und freue mich, dass er eine Bundesliga ist und ich hoffe, dass er auch noch ein weiteres Jahr drinnen bleibt.
Wie hast du damals reagiert, als du gehört hast, dass Thomas Letsch aus Holland gekommen ist? Ich glaube, war ein Arnheimer, nicht? Nach Bochum kommt. Kanntest du den? Hattest du den auf dem Schirm? Also ich war erstmal überrascht, dass Thomas Reis überhaupt, dass er entlassen wurde, weil er hat den Verein in die Bundesliga gebracht, er hat da einen guten Job gemacht. Was mich gewundert hat, ist, dass er als vom Tabellenletzten dann zum Tabellenletzten in der Bundesliga gewechselt ist. Ist dann auch jetzt, wie gesagt, wieder in der zweiten Liga, der VfL ist drin geblieben. Aber das haben ja dann andere zu entscheiden, ne, dass der Trainer gehen musste. Ich glaube, dass es damals, zu dem damaligen Zeitpunkt, erstmal für mich war es ein Fehler. War völlig überrascht, dass man Thomas Reis entlassen hatte. Im Nachhinein muss man ja ganz klar sagen, mit Thomas Letsch hat man einen Trainer geholt, der mit dem VfL drin geblieben ist, für sich frühzeitig etabliert hat in der Bundesliga. Die haben mit dem Abstieg dann die letzten Spiele nichts mehr zu tun gehabt. Das war vom Grunde her dann die richtige Entscheidung, aber zum damaligen Zeitpunkt war es für mich eine nicht nachvollziehbare Entscheidung, dass man Thomas Reis entlassen hat. Mhm. Wenn wir auf die Abgänge gucken, da fällt mir jetzt nicht so jemand auf, wo ich sage, oha, das tut denen gewaltig weh, ne? Also das, was abgegangen ist, ist genauso wie das, was dazugekommen ist. Also ich würde Felix Paslak, der hat in Dortmund ja auch nicht mehr gespielt. Die letzten 412 Spiele gefühlt. Also das, was abgegangen ist, nochmal, ist jetzt nichts Gravierendes, was mir jetzt sofort irgendwie sagen würde. Ja, das wundert mich jetzt ein bisschen. Von den Neuzugängen nochmal ist auch da, muss ich sagen, bis auf Felix Paslak ist jetzt keiner dabei, der mich jetzt hat, wo ich jetzt halt sagen würde, das ist jetzt eine Riesenverstärkung, aber das ist ja das, was den VfL ausmacht. Auch da, sie können nicht mit Geld um sich schmeißen. Ich habe es gerade schon gesagt, von 10 Spielern haben sie für einen 1 Million bezahlt. Alles andere war ablösefrei. Mhm. Und das sagt natürlich auch wieder viel über den VfL aus. Die haben kein Geld. Sie müssen es über die Qualität der Spieler, die man vielleicht nicht kennt, so wie Tim Oehrmann, 19 Jahre, vom Wolfsberger AC, den hat man wieder zurückgeholt. Schwere Saison für den VfL, hundertprozentig wieder, so wie letztes Jahr. Und mit viel Glück, glaube ich, können sie es dieses Jahr wieder packen. Zwei interessante Spieler aus der zweiten Liga, die da ganz gut performt haben. Moritz Quarteng, den wollten noch andere haben, kam vom FC Magdeburg. Das war der Spieler, der ein bisschen Geld gekostet hat, 1 Million. Hat immerhin letzte Saison in der zweiten Liga bei 30 Spielen 10 Tore gemacht. Offensives Mittelfeld, also kein Stürmer, scheint ein ordentlicher Junge zu sein. Lukas Daschner von St. Pauli, die ja eine gute Saison gespielt haben. Auch einer, der vielleicht jetzt auch diesen berühmten Schritt in die erste Liga wagt und vielleicht auch dann da in der ersten Liga performen kann. Und dann gibt's einen, manchmal kennt man die Spieler ja irgendwie gar nicht und dann ist man dann doch überrascht. Das ist vielleicht einer, den Thomas Letsch aus Arnheim geholt hat, weil er ihn kennt. Das ist Matus Bero, ein Slowake, immerhin schon 28 Länderspiele für die Slowakei, zentrales Mittelfeld und einige sagen, das könnte ein Anführer werden. Deswegen auch ein bisschen Wundertüte. Müssen uns auch einfach mal überraschen lassen. Aber nochmal, du hast mich ja gefragt. Ja, du kennst ihn nicht. Ich kenne ihn nicht. Also mir sagt ich kann ihn auch nicht. Aber wir müssen ihn ja auch nicht kennen, sondern der Trainer muss ja seine Spieler kennen, die er holt. Und wenn er ihn aus Arnheim holt, dann weiß er, er hat ja unter ihm auch gespielt und von daher wird ihn kennen, er hält große Stücke von ihm und vielleicht wird es ja auch ein Spieler, den der VfL dann irgendwann mal, wenn er so ein großer Fußballer ist, vielleicht kann ja der VfL auch mal für 140.000 Millionen verkaufen. Nach Saudi-Arabien vielleicht. Nach Saudi-Arabien und nochmal, das wird auch ein Überraschungsei in Bochum mit den Spielern, die sie geholt haben und man muss am Schluss muss man hoffen, dass Losilla dass der vielleicht noch bleibt, mit 37 Jahren brutaler Spieler. Kevin Stöger muss man hoffen, dass er noch da bleibt. Das sind ja alle Spieler, die schon Führungsqualitäten in Bochum gezeigt haben, aber laufen, rennen, tun, das ist das, was der VfL braucht und
Das sind Spieler, die zum VfL passen und schwierige Saison, wie jedes Jahr, aber nochmal für mich einer der geilsten Vereine, die es im Ruhrpott gibt. Und die haben ja tatsächlich so eine klassische Nummer 9, die wir so vermissen. Philipp Hofmann, einer, der da vorne 1,95 groß auch gezeigt hat, was er drauf hat. Manche haben sogar gesagt, den hätte man vielleicht sogar mit zur WM nehmen müssen, dann, wenn er in der 80. hinterliegst, dass du den 1,95 Mann da reinholst und dann möglicherweise. Ja? Nein, nicht möglicherweise. Wer hat darüber nachgedacht? Erklär mir, ich rufe den morgen sofort an. Ja. Nee, das gibt allein, also nicht übertreiben. Er hat in Karlsruhe zwei tolle Jahre gehabt, hat vorletzte Saison ein tolles Jahr gehabt, muss man sagen, hat viele Tore für den KSC geschossen. Aber dann darf er in der Bundesliga spielen. Das ist eine große Auszeichnung für Hofmann. Aber jetzt über die Nationalmannschaft drüber nachzudenken, sei froh, dass ich nur einen Kugelschreiber in der Hand habe. Ich habe meine Ohren überall und es gibt dann Leute, die sowas sagen. Und dann, das wollte ich dir nur mal präsentieren. Ja. Das ist ja nicht meine Meinung. Ich hoffe, dass die Leute noch nie was mit Fußball zu tun gehabt haben. Weiß ich nicht. Über Nationalmannschaft machen wir diverse andere Podcasts vielleicht noch, aber mit Sicherheit nicht heute. Dann haben sie eben neben diesem Stürmer vorne drin, den Stoßstürmer immer, das sind ja auch noch schnelle Jungs wie Asano, Antwi, Ajay. Das ist alles wohlgeformt, eingespielt. Was nicht eingespielt ist, ist die sportliche Führung. Da wird einer aus dem Scouting hochgezogen. Warum müssen eigentlich diese ganzen Vereine ihre Führungs, wie sagt man da, Kräfte inflationär aufbauen? Früher gab es einen Manager und fertig. Heute gibt es einen Sportdirektor, einen technischen Direktor. Dann gibt es noch Geschäftsführer Sport, Vorstand Sport. Leiter Lizenzspielerabteilung gibt es, glaube ich, auch noch. Jetzt habe ich was vergessen, Manager. Ja, es ist ja, wenn du heute auf die Auswechselbänke guckst, dann siehst du ja, früher gab es ja genau 18, also 7 Plätze. Ne, für 7 Spieler, 3 für einen Trainer, also 10 Plätze. Heute, wenn du auf die Auswechselbank guckst, dann hast du ja schon mal eine Bank nur für die Trainer. Co-Trainer, Fitnesstrainer, Physiotherapeuten, Torwarttrainer sitzen ja schon mal 12 Mann mittlerweile. Plus 10 Auswechselspieler. Also ja, und dann brauchst du natürlich so viele Scouts, so viele Sportdirektoren. Einer reicht ja dann immer, weil vielleicht macht ja einer mal einen Fehler, da kann der andere, kann man den wegschmeißen oder absägen, dann kommt der nächste. Man zieht dann einen aus dem Scouting-Bereich nach oben. Vielleicht auch finanziell oder aus finanziellen Gründen hat man ihn jetzt mit nach oben genommen, den Marc Lettau. Ich kann es dir nicht sagen, aber nochmal. Es gibt auch noch den Kaderplaner, den gibt es ja mittlerweile auch noch, ne? Wer hat das eigentlich früher gemacht? Hat da gar keiner geplant? Nee, das hat der Trainer mit dem Manager geplant. Zwei. Die zwei haben sich zusammengesetzt, haben gesagt, wir brauchen einen Stürmer, wir brauchen einen Mittelfeldspieler, einen Abwehrspieler. Dann hat man sich umgeguckt, dann hat man 5 Namen, 5 Stürmer, 5 Mittelfeldspieler, 5 Abwehrspieler auf den Markt gebracht oder beim Manager auf den Tisch. Und der Manager hat sich drum gekümmert, Priorität Nummer 1, Stürmer, 2, 3, 4, 5, so im Mittelfeld, Abwehr. Aber heute, nochmal, heute ist das gang und gäbe. Man zahlt ja unheimliches Geld für das Trainerteam, für den Scouting-Bereich, was sicherlich auch wichtig ist. Das müssen die Vereine selbst für sich entscheiden. Nochmal, in Bochum ist es vielleicht dem geschuldet, weil er vorher im Scouting-Bereich war. Aus finanziellen Gründen hat man den vielleicht mit nach oben gezogen, um ihn auch in dieser Thematik Sportdirektor jetzt einzuführen oder mit reinzunehmen. Und da muss man einfach gucken, was dann in den nächsten Jahren mit Lettau passiert, ob er dann der Chef Sportdirektor wird oder Geschäftsführer Sport wird oder was auch immer. Und dann auch da können wir uns ja mal überraschen lassen. Wir werden es verfolgen. Und natürlich analysieren, immer dann montags bei Basler Ballard, so bin ich ziemlich sicher. Der ehemalige Mathe- und Sportlehrer Thomas Letsch hat vielleicht eine Problemposition, das ist die Position des Torwarts. Riemann, nicht unumstritten, absoluter Typ, irgendwie positiv bekloppt. Finde ich, passt auch wunderbar ins Ruhrgebiet.
aber jetzt auch nicht mehr im Spielerrat, also auch vielleicht da charakterlich dann doch umstritten im Kader. Der dritte Torwart, Tiede, hat sich mal kurz die Syndesmose gerissen. Bis vor 5 Jahren wusste ich das gar nicht, was das ist, eine Syndesmose. Das wäre eine schöne Pflanze oder so, keine Ahnung. Wusstest du das, als du aktiv warst? Ich hatte mal Syndesmoses Band angerissen. Echt? Also ich weiß es tatsächlich. Wusstest du es vorher, dass es Syndesmose war? Das wusste ich nicht, nein. Das wusste ich nicht. Für alle, die draußen immer noch nicht wissen, Dr. Basler klärt auf, Syndesmose, wo ist das, was ist das? Man kann mich gerne privat anrufen, das kann ich privat erklären, aber nicht dir, weil dann lernst du noch was. Und das möchte ich nicht. Nein, nochmal zurückzukommen zu Riemann. Ich glaube, dass er ja mittlerweile umstritten ist, aus dem einfachen Grund, er hat sehr viele Fehler letzte Saison, gerade zum Ende hin auch viele Fehler drin gehabt, war lange Jahre oder ist lange Jahre die Nummer 1 gewesen, aber ich glaube nochmal, mittlerweile auch, da ist er nicht kleiner geworden, aber ich fand ihn schon immer als Torhüter sehr, sehr klein, der große Probleme beim Rauslaufen hatte, fußballerisch überragend, muss man sagen, also könnte gut und gerne auch einen Freistoß aus 40 Meter aufs Tor zimmern. Das muss man ihm lassen. Aber ich glaube, dass man mittlerweile in Bochum festgestellt hat, dass doch der Torhüter mehr Punkte kostet, als er dem Verein rettet. Und deswegen hat man ihn schon mal vorsichtshalber aus dem Spielerrat rausgenommen. Gut, ich weiß nicht, vielleicht ist er auch selbst aus dem Spielerrat rausgegangen, weil er irgendein Gefühl dafür hat. Ist er, glaube ich, jetzt auch nicht mehr der jüngste Manuel Riemann, aber ich glaube, dass man auf der Torhüter-Position unbedingt was machen muss. Dann ruft doch mal einer dieser Menschen in diesem Büro an, da diesen ganzen Sportdirektor im Büro. Vielleicht erreichst du jemanden und kannst ihm den Hinweis geben. Wir gucken kurz auf die ersten Spiele. Und das wird, ich glaube, vielleicht unangenehm für den VfL und damit die sofort wieder unten drin stecken. Sie beginnen ein Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart. Dann kommt der Nachbar aus Dortmund. Da haben sie auch schon mal gegen gewonnen, aber trotzdem ist ja doch ein Spiel mit Brisanz. Dann fahren sie nach Augsburg, dann kommt die Eintracht aus Frankfurt und dann dürfen sie zum FC Bayern. Also es gibt einfachere Spiele am Anfang. Ja, es gibt einfachere Spiele, aber nochmal, das weiß man ja in Bochum. In Bochum, auch da wird man auf die Heimspiele setzen. Auswärts ist ja Bochum nicht die stärkste Mannschaft, aber man mit dem Heimpublikum wird man sich versuchen, auf die Punkte zu Hause zu konzentrieren und auswärts irgendwo mal ein Pünktchen oder vielleicht in Augsburg 3 Punkte mitzunehmen, wie auch immer. Es gibt sicherlich Vereine, wo man auswärts punkten kann, aber man wird sich auf die Heimstärke verlassen müssen. Und das wird am Schluss für mich auch ausschlaggebend werden, dass der VfL Bochum in der Bundesliga bleibt. Ah, bei mir übrigens auch. Ich glaube, wir haben beide jetzt den gleichen Platz. Für mich Bochum Platz 15. Angeber, ja. Deswegen habe ich mal was gesagt. Bochum auf Platz 15, sehe ich genauso, ja. Siehst du, abgeschrieben. Wir schreiben nämlich auch, wie früher in der Schule, hat Mario mal kurz rübergelinst und nee. Ne, war nicht nee. So. Okay. Ich sag dir meine Mannschaften nicht, wo sie platziert sind. Stimmt, allerdings. Ich weiß es wirklich nicht. Tatsächlich draußen, ihr könnt mir glauben, ich habe die Tabelle von Mario Basler nicht gesehen, die wir dann an der letzten Folge, Folge 18, nochmal durchgehend besprechen. Aber da sind wir uns einig. Bochum, Platz 15, Grüße in den Ruhrpott-Wall. Ich würde mich unheimlich freuen, wenn der VfL wieder eine feste Größe in der Bundesliga wird. Wenn ihr euch auch darüber freuen würdet oder nicht, schreibt uns bei Insta eure Meinung bitte unbedingt. Alles, was Fußball-Bundesliga angeht, möchten wir da lesen, hören. Ja, Sprachnachrichten kann man bei Insta nicht auch Sprachnachrichten machen. Ich glaube, ja. Nutzt es einfach, wie auch immer. Und nicht vergessen, uns zu bewerten. Wir brauchen noch ein paar Sterne. Wir sind auf dem Weg zur 5. Ja. Wir sind bei 4,5. Wir brauchen noch ein paar Bewertungen. Und unser Ziel, das müssen wir ja auch mal sagen, wir wollen auf 1000 Bewertungen dieses Jahr kommen, bis zum Ende des Jahres. Bei 500, bisschen mehr wie 500 sind wir schon. Wir wollen auch die Nummer 1 werden und auf Platz 2 sind wir schon. Wir wollen ganz nach vorne mit unserem Podcast. Und wenn wir das schaffen, dann gibt Mario einen aus. Oh, dann machen wir am Ende des Jahres eine schöne Feier. Genau, vielleicht ja in Bochum, man weiß es nicht. So, das war Folge 5. Nach 5 kommt? Sehex. Tja, und übrigens, lieber Mario, für unsere Hörerinnen und Hörer haben wir was ganz Neues in dieser Staffel von Podcast Basler Ballert.
Ja, wir haben jetzt ein Tippspiel. Da können die unsere Gegner praktisch oder die Menschen, die Leute, können gegen uns tippen zu jedem Spieltag. In Kooperation mit Kicktipp gibt es an jedem Spieltag eine Probierbox von YouTryMe zu gewinnen. Und die ersten 50, immerhin einen 50% Gutschein von YouTryMe. Also eigentlich haben sie gar keine Chance gegen uns, aber mal sehen, ne? Ich bin mal gespannt, wenn wir gewinnen, was wir dann bekommen. Da bin ich auch gespannt. Da müssen wir noch verhandeln, glaube ich. Absolut. Also, gegen uns tippen, gegen den Podcast Basler Ballert. Ja, wir werden uns natürlich zusammen absprechen, werden das bestmöglichste Ergebnis versuchen rauszufiltern. Gut, wahrscheinlich werden wir meine Tipps nehmen, weil... Nee, ich glaube, Minus mal Minus ergibt Plus, also was man hat. Oder so. Und ja, und wir werden alles geben. Ich hoffe, dass wir natürlich viele Gegner haben. Wie gesagt, man kann zu jedem Spieltag etwas gewinnen und das ist doch immer eine schöne Sache, wenn man was umsonst gewinnen kann. Also, jeden Tag ein Verein, Basler Ballert extra, die Bundesliga-Analyse. Wir freuen uns wie Bolle. In diesem Sinne, was sagt der tschüss, was sagt er nicht, der im Ruhrgebiet? Wiedersehen, tschüss, man sieht sich. Servus sagt er nicht. Geh. Woll. Woll. Ab. Ciao. Ciao.